Servus, der Marc vom DGW ist hier und bei mir ist der Basti. Hallo. Aus Wien oder wo bist du? Wacken. Wacken. Auch schön. So, der liebe Basti macht zwei Conch, Helix, in dem Fall das Conch, weil ich sie so stecke, Helix würde ich mir so stecken, am Ohr oben, wo du später einen Double Conch der Ringe quasi vorsiehst. Ne? Gut. Also so viel mal das geklärt. Also das Beziehung war bereit vor. Ich denke mal, du willst keine Glitzersteine am Anfang, sondern einfach selber das stecken, oder? Ja. Später wird vielleicht Gold werden, zum Look passen, oder? Ja, wir werden fahren. Bei Gold sagt der Clip und Geheiß. Ab und überall vielleicht vergoldeten Schmuck, also Titan oder Chirurgstoffe Gold gut verträgst. Wenn du Double Conch willst, mit zwei eng liegenden Ringen, die nebeneinander liegen, und nicht ein halbes Jahr warten willst auf den Spaß, würde ich Echtgold kaufen. Echtgold ist die Biokompatibilität wesentlich höher. Und du als Kunde hast, wenn wir das dann wechseln in 6-8 Wochen, kein Problem, machst den Ring rein und alles ist gut. Mhm. Und wenn wir das mit vergoldet machen, wird es eher mit Wildfleisch und so weiter ein bisschen einhergehen. Ja, das muss man sich halt überlegen. Du hast eine so flache Stelle, da finde ich es ganz gut, da müssen wir das mal anzeigen. Ich will auch den Abstand gar nicht so weit auseinander machen, weil so Double Conch sitzen eigentlich am schönsten auf der Stelle auch eng liegen. Ja, dann hätte ich sie mir auch hingewünscht. Bin ich einverstanden. Was denkst du? Ja. Passt? Finde ich gut. Finde ich gut. Cool, dann machen wir das so. Exzellent. Dann jetzt am Anfang Stecker. Ich zeige es nochmal kurz, welche die sind. Das sind die normalen Dreierkugeln, ganz basic. Mhm. Ja, also ganz schlicht und ergreifend. Und normal nachher dazu eben ganz schlicht und Titan. Einfach ganz klassisch mit anfangen. Ja? Gut, mein lieber Martin, auf den Händen nehmen. So, dann werden wir mal loslegen. Du warst noch nie bei uns? Doch, ich war schon echt? Zweimal. Oh. Ja, ich war schon zweimal da. Hast du mal auf dich erinnere mich nicht. Mit der Nase und mit den Ohren. Ja. Ist schon länger her? Ja, ein halbes Jahr. Okay, ja, mein Gott. Das ist so schwer, wenn man nächstes ist. Wenn ein paar Leute ein- und ausgehen jeden Tag. Ist nicht böse, ja. Nein, ich nehme nicht persönlich. Gut, nee, das ist wirklich, ich denke, das ist wirklich so, okay, alles klar. Aber es ist dieses, wie du sagst, man hat viele Leute und dann vergisst man es auch. Was auch ganz gut ist. So, dann werden wir mal loslegen. Da wohnst du auch in Deutschland oben, ja, oder? Ich wohne jetzt mittlerweile in Wien. Okay, cool. In Wien, weil ich zum Studieren angefangen habe, dieses Semester jetzt. Okay, was ist das? Content-Produktion, digitales Medienmanagement. Cool. Das ist hochgestochen für Journalismus. Okay. Ja, Journalismus im Endeffekt. Cool. So, bleiben wir locker. Das war's schon mal. Mhm. Drin. Und dann das zweite noch. So. Alles okay? Okay. Kreislauf ist okay, Basti? Ja, soweit. Perfekt, da sieht mega aus, ich weiß nicht, wie viel Spiegel heute kurz.
Sehr schön, oder? Sehr cool, jawohl. Ja, danke sehr. Finde ich gut. Bitteschön, mein Lieber. Ja, ich finde es auch cool, es ist lässig. Und ich sage, mit Ringen, mit Gold, dann wird es sich noch ein Tick stylischer dann auch zu dir passen. Aber die ersten Zeiten kann man damit auch ganz gut leben. Mhm. Erkläre mal die Pflege zur Sicherheit. Erster Schritt, Hände waschen und desinfizieren. Ja. Dann nimm das Spray und Gel von vorne und hinten. Sprühe bitte vorne und hinten dein Vorhand. Nimm eine Küchenrolle, reinige bitte vorne und hinten feucht. Dann nimmst du das Gel, schmierst es vorne und hinten drauf und bewegst die Stecker vorne und zurück. Du kennst es von den anderen, aber trotzdem nur zum Auffrischen. Haarefärben machst du eh nicht. Wir haben für alle Zuschauer 6 Wochen verboten. Dampfkopf, sagen wir Solarium, 3 Wochen bitte nicht. In 3 Wochen nach 3 Wochen darfst du wieder alles machen. Ich gebe dir das mal mit. Hast du Fragen? Nein, ich bin soweit glücklich. Danke. Super. Dann sage ich danke auch fürs Kommen, danke fürs Video und euch danke fürs Zuschauen. Das war dann Spaß. Tschüss, Baba. Ciao.